Darmkrebs wird oft erst spät erkannt, weil er lange Zeit keine oder kaum Symptome macht. Und wenn er welche macht, sind diese oft unspezifisch. Das heißt, sie können auch ganz andere Ursachen haben. Typische Symptome wären zum Beispiel Bauchschmerzen, veränderte Stuhlgewohnheiten in alle Richtungen. Das kann häufigerer Stuhlgang als sonst sein. Das kann Richtung Durchfall gehen oder auch Richtung Verstopfung. Aber auch Blut im Stuhl kann auftreten. Wenn solche Symptome häufiger oder über längere Zeit anhalten, dann ist das Grund genug, das über einen Arzt abklären zu lassen. Wer gar nicht erst auf Symptome warten will, der sollte die Früherkennungsuntersuchungen, die ab 50 Jahren kostenlos sind, in Anspruch nehmen.